Herzlich willkommen live aus der Alex-Halle wieder zu den Media Lectures. Ich bin zum ersten Mal da und unser Gast auch. Martina Zöllner vom RBB ist heute zu Gast. Wir schauen aber kurz, bevor es hier live losgeht, in unseren Opener. Tolles Publikum haben wir extra für Sie heute auch. Ich habe es gesagt, Martina Zöllner, Sie sind zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Danke, ich freue mich auch. Den weiten Weg vom RBB. Ja, durch die ganze Stadt. In die kleine neue Alex-Halle. Sie waren damals schon beim Alex, damals hieß er noch der offene Kanal. Wie ist das jetzt für Sie, in diesem neuen, ja, modernen, innovativen Gebäude zu sein? Na, es ist super schön, ich bin ganz beeindruckt. Damals war der offene Kanal Berlin bescheidener untergebracht. Genau, in Mitte in der Wolterstraße, ich kann mich auch noch da erinnern, da war ich auch noch zu der Zeit. Sie haben sogar noch einen Kollegen heute getroffen. Ja, von damals. Ja, worüber unterhält man sich da, wenn man sich nach der Zeit wieder trifft? Hast du mit dem noch Kontakt und was hast du gemacht? Das ist ja Jahrzehnte her, muss man sagen. Ich war damals noch Studentin und der offene Kanal war als Verein organisiert, als gemeinnütziger Verein und es gab eine richtige Bewegung. Das war Er war quasi die Gegenkraft zum frisch eingeführten Privatfernsehen, kommerziellen Fernsehen im Rahmen des Kabelpilotprojektes Berlin. Und die ganze linke Medienpädagogik hat sich sozusagen, oder Teile davon, haben sich dann für den offenen Kanal stark gemacht und für die Grundidee, dass der Sender auch Empfänger sein kann, dass der Empfänger auch Sender sein kann. Und das, heute ist der offene Kanal ja letztlich, wenn er nicht Alex TV ist, der ist er YouTube. Ja. Genau, und auf YouTube sind wir natürlich auch. Heute sind wir live im Fernsehen sogar. Ist das für Sie eine angenehme Situation, hier im Rampenlicht zu sitzen, nicht zu stehen, aber zu sitzen heute? Sonst sind Sie ja eher schon manchmal wahrscheinlich auch im kleinen Kämmerchen und überlegen sich ganz tolle Ideen. Da kommen wir natürlich später auch noch zu, was Sie so alle schon gemacht haben. Na, ich finde es jetzt sehr nett hier, ehrlich gesagt. Ja, sehr nette Menschen hier. Ja, absolut. Aber ich bin jetzt nicht der Typ Rampensau, bin ich nicht. Ne? Also es gibt schon in unserem Gewerbe wirklich exaltierte oder extrovertierte Menschen, die es sehr genießen und auch zur großen Form, zum großen Sich-Selbst-Sein auflaufen, wenn sie moderieren. Und also ich würde mal, ohne ihr zu nahe treten zu wollen, Barbara Schöneberger als eine solche, ich bewundere das grenzenlos, unglaubliche Medien- und On-Air-Begabung bezeichnen, aber das ist mir nicht gegeben. Nee. Mittlerweile sogar mit einem eigenen Radiosender tatsächlich. Aber das ist ja auch eine Ausnahmeerscheinung, Frau Schöneberger, muss man dazu sagen. Wir haben gerade über Ihre Anfänge, Sie haben es kurz angesprochen, Sie haben hier in Berlin studiert. Ja. Englische und deutsche Literatur. Ja. Wie kommt man dann zu Fernsehen überhaupt mit so einem Studium? War das der Plan? Ich wollte schon gerne Journalistin sein. Auch Fernsehjournalistin und fand, dass man gut ausgestattet ist, wenn man sich mit Kultur, mit Kunst und Kultur im Journalismus befasst und ein Literaturstudium drauf hat. Ja? Also das Interpretieren, das Verstehen von Dramaturgien, von Erzählweisen, von Stil, das ist etwas, was dann schon auch eine fachliche Spezialisierung und Grundierung ist, die mir sehr genützt hat, auch wenn ich dann später, als ich angefangen habe, aktuelle Magazinbeiträge zu machen für verschiedene Kulturmagazine, so habe ich angefangen, so getan hat, als würde ich auch alles verstehen, also Musik und bildende Kunst und alles, ich habe alles. Das gehört wahrscheinlich dazu, dass man... Ja, man muss ein bisschen sich was zutrauen und man muss auch sich schnell Dinge aneignen können. Aber dieses Grundverständnis hat mir genützt. Sie haben mal gesagt, dass Sie auch Kultur einem breiten Publikum zeigen wollten. Ist Ihnen das gelungen, dieser Wunsch auch gerade Richtung Fernsehen zu gehen? Was würden Sie sagen? Nein, das habe ich wahrscheinlich auf die Frage gesagt, warum bin ich da überhaupt hingegangen? Und ja, ich fand damals hat man vom Fernsehen noch als Massenmedium gesprochen und diese ungeheure Öffentlichkeit, die Fernsehen, man muss fast sagen, war. Heute sind die Öffentlichkeiten ja viel diversifizierter, es gibt viel mehr Kanäle, es gibt viel mehr Ausspielmöglichkeiten, die Öffentlichkeiten sind kleiner, aber damals gab es halt ein paar Kanäle. Ja? Und dann gab es irgendwann die Privaten waren der Feind. Ja? Und dann hat man... fand ich es eben sehr faszinierend,
dieses Medium zu nutzen in seinen Möglichkeiten und also ganz viele Leute zu erreichen mit der Idee, sie für die Künste zu begeistern, für Malerei, für Literatur, für Musik, was auch immer, Architektur. Und weil ich fand, damit kann man doch die vielleicht nicht ins Museum gehen und kein Theaterabo haben, kann man deren Bewusstsein weiten. Also ich war sehr, wie soll ich sagen, sehr ungebrochen und voller Elan, wie es eben so ist, wenn man Berufsanfänger ist, ich hoffe noch heute. Aufklärerisch unterwegs. Ja. Ja. Dann haben Sie hier in Berlin studiert, Sie sind geboren in Speyer in Rheinland-Pfalz und dann ging es von Berlin aus nach dem Studium quasi geografisch ungefähr wieder in den Süden Deutschlands zum SWR. Zum Süddeutschen Rundfunk. Genau. Damals gab es noch den SDR in Stuttgart und da bin ich dann gelandet nach dem Studium, letztlich durch einen Zufall. Die brauchten Leute, die haben jemand gesucht, der zunächst aus Berlin so ein bisschen als Korrespondentin für ihr Kulturmagazin, das sie neu gegründet hatten, so Beiträge liefert und dann bin ich aber ganz dahin gekommen und ja, das war nicht geplant, aber ich habe mich dann mit Stuttgart arrangiert. Ja, arrangiert klingt so ein kleiner Unterton, das war nicht ganz, einfach am Anfang. Wie waren da die Anfänge? In Berlin war gerade die Mauer gefallen. Hatten Sie gerade schon gesagt, genau. Und ich musste nach Stuttgart, das war natürlich, ich war natürlich hart. Ich war dann so lang da und habe dann die Schwaben wirklich... Wir dürfen sie alle sagen, hier sind wahrscheinlich nur Berliner. Ich habe gerade schon überlegt, wie viele Schwaben sind wohl hier. Nein, also ich habe die Schwaben dann sehr, sehr mögen gelernt und das auch sehr, sehr gut verstanden, wie die so drauf sind und habe mich da sehr wohl gefühlt. Ja, es war ein toller Sender und auch eine tolle Zeit. Ja. Was können Sie sich noch an Ihren ersten Beitrag erinnern, wenn das lange zurück ist, aber ich kann das zum Beispiel auch noch an diesen ersten Beitrag, den man so macht. Was war das für ein Beitrag und wie sind die Erinnerungen? Ich musste einen Beitrag machen über eine Ausstellung im Marbacher Literaturarchiv. Da liegt der Nachlass von Schiller und von vielen anderen literarischen Größen. Und die machen auch Ausstellungen, ganz feine Ausstellungen über Walter Benjamin und über bedeutende Philosophen und Literaten. Und ich musste einen Beitrag machen über Siegfried Krakauer. Und der hatte eben, dem war dort eine Ausstellung gewidmet, der, und ich weiß noch genau, dass ich hier in Berlin dazu gedreht habe, weil er in der Sübelstraße gewohnt hat und immer eine bestimmte Unterführung von der S-Bahn morgens durchgelaufen ist. Und ich habe also endlos diese S-Bahn, diese S-Bahn-Brücken gedreht, um darauf literarische Zitate, sozusagen Bilder zu finden für Zitate, die um was ganz anderes natürlich, die hatten nichts mit der S-Bahn zu tun, aber man brauchte eben Bilder. Daran erinnere ich mich noch sehr gut, dass es sehr schwierig war, die Texte und die Theorien von Krakauer zu bebildern. Ich war aber sehr... Kann ich mir gut vorstellen. Ich war sehr... habe mir sehr viele Gedanken dazu gemacht. Ja. Wahrscheinlich mehr als viele andere, die so 6-7 Minuten liefern müssen. Haben Sie einen Lieblingsbeitrag für den SWR, worauf Sie besonders stolz sind in der Zeit? Das war ja eine sehr erfolgreiche Zeit, auch kommen wir auch nachher nochmal auf die Folge. Da gab es auch Preise nachher für viele Konzepte. Aber gibt es so einen Beitrag, wo Sie sagen, das war wichtig, dass ich das gemacht habe? Da bin ich besonders stolz, dass da ein breites Publikum drauf geschaut hat. Oh, da könnte ich jetzt natürlich vieles erzählen. Also ich war dann ja... Auf die Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also können viel erzählen dazu. Ach, ich war dann jahrelang für Kulturdokus und auch für lange Dokumentarfilme zuständig. Da gibt es einiges, was ich immer noch denke, Mensch, toll, dass wir das hingekriegt haben. Und später dann auch für Fiktion. Also für was haben Sie für ein Doku da im Kopf? Ich habe mir was über eine vierteilige Doku über Auschwitz auch mal reingeschaut. Ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit auch noch brandaktuell. Ja, das war mein erstes Projekt, als ich Redakteurin wurde für Kulturdokus. Hatte ich mir nichts weniger vorgenommen als ein Vierteiler mit dem Titel Auschwitz und kein Ende, die Kulturgeschichte der Bewältigung. 45 Minuten. Ja, 4x45 Minuten. Darüber, wie die Deutschen nach dem Krieg in Ost und West kulturell mit Auschwitz umgegangen sind. Also zunächst einmal die Verdrängung, dann kam das Thema eigentlich erst in den 60er Jahren richtig hoch. Also diese ganzen Bewegungen nachzuzeichnen, war die Ambition. Das war sehr schwierig.
Ich hatte noch gar keine Erfahrung in der Betreuung von solchen Dokus. Die haben ja auch ihre Dramaturgien. Das ist dann kompiliert, wie man so sagt, aus ganz vielen unterschiedlichen Materialien, mit viel Archiv, mit einem klugen Text. Also es war ein sehr, sehr schwieriges Projekt, was ich mir da vorgenommen hatte. Man hat mich das machen lassen. Der Lohn war dann irgendwann tatsächlich eine ganze Seite in der FAZ dazu. Ja, das war schon, also dann wurde bemerkt. Aber es muss sie gegeben haben. Ich erinnere mich ganz bestimmt richtig, weil ich war so glücklich dann darüber, dass das dann publizistisch dann doch beachtet wurde. Ja. Das fehlt ja manchmal auch in der Kultur, dass ein großes Augenmerk darauf gelegt wird, auch wenn da dann ganz, ganz viel Kraft und Mühe drin steckt. Heutzutage ist es, Sie sind eine namhafte Journalistin im Fernsehen geworden. Viele oder Sie haben kein Volontariat gemacht. Ja. Wird das heute noch so funktionieren, dass man so einen Karriereweg geht wie Sie ohne ein Volontariat? Also ich will es nicht ganz ausschließen, aber ich glaube, es ist selten, dass es heute noch so geht. Ja. Also heute sind die Wege normierter. Als es damals war, die Ausbildungswege auch ins Medium hinein sind einfach geregelter. Und in meiner Zeit fing das auch schon an. Also es gab Volontäre und es war auch schon mehr die Regel als die Ausnahme. Aber es waren doch noch relativ viele da, die irgendwie da so reingestolpert sind, so wie ich. Und dann kam 2017 intern in der Medienlandschaft so ein bisschen der Paukenschlag. Dann wechselten Sie zum großen RBB hier Berlin-Brandenburg. Wie kam das zu? Vorher gab es auch noch ein paar. Ja, aber der für uns okay, natürlich ja. Der Pause. Ja, ja. Okay. Wechsel hier in die Hauptstadt. Mhm. Wie kam das zustande? Wann kamen da die ersten Gespräche oder wann kam Frau Schlesinger auf Sie zu? Sie, Frau Zöllner, Sie müssen unbedingt zu mir kommen. Naja, also es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass Patricia Schlesinger diesen Sender sehr ändert und auch im Rahmen des möglichen Gelder umgewidmet hat, alles nach dem Motto, alles, was nur geht, ins Programm. Dafür sind wir da. Und der Fernsehfilm zum Beispiel, es gab eigentlich gar keine Fernsehfilme des RBB. Es gab Polizeirufe und Tatorte und es gab tolle Kino-Koproduktionen, die wird es auch weiterhin geben. Aber es gab keine Fernsehfilme und das wollte sie ändern und natürlich auch bei Serie mitmischen, denn immerhin sind wir unter anderem maßgeblich der Hauptstadtsender und dafür, um das aufzubauen, hat sie mich geholt bzw. gefragt, ob ich das mache und ich habe mich... Genau. Und für Sie wurde quasi extra eine neue Stelle quasi geschaffen, Doku Na, und Fiktion. Ja, das war im SWR auch so, da war das auch schon zusammen, also Dokumentation, Dokus und Fiktion zusammen und das macht auch, finde ich, zunehmend Sinn, weil die beiden Genres sich aufeinander zubewegen. Also das sieht man an den Filmhochschulen sehr stark, das sieht man auch im Programm. Es gibt sehr dokumentarisch aussehende Spielfilme, es gibt Dokudramen, es gibt andererseits Dokumentarfilme, die haben Spielfilmbudget und sind mit großen Szenen, Spielszenen mit Schauspielern und so. Also die beiden Genres bewegen sich auch aufeinander zu, nicht? Und es ist immer die Erzählung im großen Stil. Es ist immer das große Narrativ in einer Spielfilmlänge oder seriell. Und das deswegen macht es Sinn, das zu verbinden. Und dann kann man natürlich auch sehr gut die Journalisten, die eine bestimmte Kenntnis haben, mit den Dramaturgen der filmischen Redaktionen zusammenspannen und jeder kann vom anderen profitieren. Die dürfen übrigens auch was trinken. Ich ja, ich sehe schon. Davon abhalten. Dankeschön. Wie lange hat es denn gedauert, dass Sie zugesagt haben? So ein Schritt vom SWR, Sie waren dann eine lange Zeit, eine sehr erfolgreiche Zeit, wie gesagt, da sprechen wir noch drüber. Wie lange dauert da dann die Entscheidung, wenn dann quasi ein Anruf kommt, Sie haben die Möglichkeit, hier eine tolle Position einzunehmen? Ich habe mich lang geziert, aber ich war eigentlich schon entschlossen. Nein, natürlich wollte ich wissen, welchen Gestaltungsraum habe ich, für wie viel Budget kann ich verantwortlich sein, lohnt es sich in diesem Sinne zu kommen, kann ich hier auch gestalten. Und als die Bedingungen klar waren, war ich sehr glücklich, weil ich wollte sehr, sehr gerne wieder in Berlin leben. Aber über das Budget und die Höhe, da dürfen Sie wahrscheinlich nicht drüber reden. Aber Sie sind zufrieden und es reicht aus? Oder? Na, es reicht überhaupt nicht aus. Okay. Sagen ja alle Medienschaffenden. Gell? Ja, man, es ist so viel los in dieser Stadt. Und es ist ja kein Geheimnis, dass wir in
ja fast in Gründerjahren leben, was serielles Erzählen angeht. Ja, und dass da eben ganz viel in Berlin passiert, nicht erst seit Babylon Berlin. Und was vor ein paar Jahren noch nicht so war, dass die internationale Welt schaut auch auf deutsche Produzenten und Kreative und findet spannend, was die machen. Und das war noch nicht so vor 3 Jahren noch nicht. Ja. Und das ist aufregend. Und insofern könnte man gerade in Berlin und mit den Kreativen hier so viel mehr erzählen, auch aus der Region, aus Berlin, als wir es mit diesem Budget können. Aber wir können, das ist möglich, wenn die Bedingungen stimmen, und das möchte ich auch, wir können auch kooperieren mit Plattformen und mit Partnern, die dieselben Qualitätsstandards haben wie wir, die dieselbe Vision haben, und wenn die Rechte richtig verteilt sind. Das ist relativ komplex, so eine Kooperation. Bei Babylon Berlin hat es die ja gegeben, das ist ja auch bekannt, mit Sky. Zum ersten Mal in großem Stil. Ein bisschen auch Aufruhr gesorgt. Ich konnte zum Beispiel bei Sky sehen, die ARD hat es auch viel mitgefördert. Da ist es dann erst ein Jahr später, gerade aktuell wird es, glaube ich, ausgestrahlt oder vor wenigen Wochen. Wir konnten es. Es ist jetzt vorbei. Genau, ja. Beim Bezahlsender schon vor einem Jahr. Ja. Da gab es ein bisschen Aufruhr. Und ich glaube, es gab auch Interviews, wo gesagt wurde, sowas wird es nie wieder geben können, weil es einfach zu komplex ist, diese Zusammenarbeit. Ist das so? Nein, überhaupt nicht. Das ist sehr gut gelaufen. Es ist für alle gut gelaufen. Es ist für Sky gut gelaufen, soweit ich das beurteilen kann. Es ist für die ARD sehr gut gelaufen. Es war eine große Aufmerksamkeit, auch noch, als die ARD dann ein Jahr später, wenn man so will, nachgesendet hat. Nicht? Es hatte sehr, sehr großen, ungewöhnlich großen Erfolg in der Mediathek. Also es wurde unglaublich auch geklickt und eben on demand geguckt. Also ein tolles Ding und eigentlich ein Modell auch für eine Kooperation. Was ist da die Komplexität? Wird da hart verhandelt, wer bezahlt was? Oder was macht das so komplex, diese Zusammenarbeit zwischen öffentlich-rechtlichen Medienhäusern und den privaten Häusern wie Sky? Oder? Nein, diese Zusammenarbeit war und auch diese Zusammenarbeit und auch diese Kooperation war nicht so komplex wie vieles andere. Ich meinte, als ich das Wort benutzte, eher, dass früher, vor sehr langer Zeit, gab es eben Inhouse-Produktionen der Häuser oder Auftragsproduktionen, nicht? Also man hat entweder im Haus produziert, auch übrigens fiktional, oder man hat etwas beauftragt, das heißt 100% finanziert. Und heute müssen sich aus vielen Gründen immer mehr Partner zusammenfinden, 5, 6, 7 aus Deutschland manchmal. Dann kommen internationale Partner dazu, zum Beispiel bei Dokumentarfilmen mehr und mehr. Also manchmal hat man 15 Parteien, die in unterschiedlicher Portionierung vom Federführer, der Federführer ist der das meiste Geld bezahlt, bis zum ganz kleinen Partner, der vielleicht noch mit einem Pre-Buy drin ist oder so. Also die müssen sich zusammenfinden und müssen eine Vereinbarung treffen mit denen, die dieses Produkt, um das es dann jeweils geht, machen. Und das wird dann manchmal kompliziert. Genau, aber Sie sind, oder das nimmt man auch so wahr, eine ganz klare Befürworterin, gerade in Richtung Zukunft für solche Modelle, oder? Ich will alles dazu tun, dass gute Ideen optimal und entsprechend entsprechend der Geschichte, die sie transportieren sollen, zustande kommen. Und wenn ich dann nicht alleine finanzieren kann, aber sehr an ein Projekt glaube, versuche ich das meine dafür zu tun, dass wir mit Filmförderungen, mit anderen Partnern das Ding gemeinsam hinkriegen. So denke ich. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Also das ist sozusagen jetzt ganz normal geworden. Genau, und da gab es ja auch schon viele tolle Serien und da wird es auch viel noch geben. Babylon Berlin soll auch weitergeführt werden. Ja. Ist einer der teuersten Produktionen. Und es gab aber auch schon Produktionen, Sie haben zum Beispiel, da möchten Sie sich unbedingt noch drüber reden, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber die Erfolge zum Beispiel den Grimme-Preis bekommen für eine Echtzeitserie. Die ist, ich glaube, dem ganz breiten Publikum gar nicht so bekannt. Sie war ein absoluter Flop in Quoten, aber ja. Sie war doch auch ein ganz tolles Abenteuer und ich
stehe total dazu, dass wir das gemacht haben. Also wir haben auf Arte und im dritten Programm des SWR eine Woche freigeräumt für eine Serie, die um 20.15 Uhr fünf Teile hatte und dann um 22 Uhr nochmal fünf Teile. Und wenn es also am Montag 20.15 Uhr war in der Serie, dann war es auch Montag 20.15 Uhr in der Familie oder bei den Paaren oder in der Konstellation, die in der Serie erzählt wurde. Und die Handlung ging bis 21 Uhr. Und dann hat man um 22 Uhr nochmal sozusagen reingeschaut, wie der Krach eskaliert ist oder so, nicht? Und es war so geschrieben, dass es eben keine Schnitte gab, keine Zeitschnitte. Und das war gewagt, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, und es ging um Paare in der Midlife-Crisis. Also es war jetzt auch nicht gerade Action getränkt oder es war nicht gerade sehr aktionistisch. Es war viel Dialog und es war Eskalation von Stimmungen. Also es war ganz normales Familiendrama, aber eben in Echtzeit. Und es war die Woche vor Ostern und da ist es, und es war auch in der Familie oder bei diesen Paaren, die Woche vor Ostern. Und in der Woche vor Ostern ist es noch dunkel, um 20.15 Uhr. Weshalb dann zum Beispiel Zuschauer schrieben, ja, in der Serie wäre es halt so dunkel und das wäre sehr trübe und das wäre sehr sozusagen deprimierend und so. Also es war sehr interessant, was alles passiert ist. Aber wir haben es also zeitgleich gesendet, Arte und SWR, logisch, es ging ja auch gar nicht anders bei dieser Grundprämisse und publizistisch war es aber, hat es eine sehr große Aufmerksamkeit bekommen. Aber die Zuschauer unseres Dritten, die sind überwiegend ausgestiegen. Aber das wird sich vielleicht nochmal ändern. Gerade, also es gab auch den Deutschen Fernsehpreis, glaube ich, dafür, für die Idee. Ist das richtig oder bin ich falsch informiert? Ich glaube schon. Ich habe auf jeden Fall, ja. Ich weiß aber nicht mehr, ob dafür. Wo hängen die Preise? Stehen die irgendwie? Haben sie einen besonderen Platz? Also der Grimme-Preis. Ich habe mich nämlich gefragt, welchen Preis bekommt man lieber? Und ich habe da die These aufgestellt, dass man gerade als namhafte Journalistin eher den Grimme-Preis präferieren würde. Oder ist das egal? Also wenn ich jetzt in Ihrer Position, ich würde lieber den... Man freut sich natürlich über beide, ja, ist ja klar. Ich habe drei deutsche Fernsehpreise, ich nehme auch noch gern zwei Grimme-Preise. Nee, also es ist schön, es ist toll, es ist eine tolle Auszeichnung und eine Bestätigung für einen selber. Und es ist gar nicht so häufig, dass so Redakteure Preise bekommen, weil man oft gar nicht so sieht, was sie machen. Jetzt war das, dieses Echtzeitprojekt sehr gewagt, haben Sie auch erzählt. Viele haben ausgestellt. Gibt es da dann auch Stimmen von den Bossen, die sagen, nee, das können wir nicht machen, das können wir unserem Publikum nicht zutrauen vor Ostern? Nein, der damalige Fernsehdirektor des SWR und auch der damalige Arte-Direktor waren sehr dafür. Die haben das wirklich riskiert und das sehr unterstützt. Das geht auch in so ein Projekt, da verdrängt man ja auch Programme der Kollegen. Die sind dann sauer, weil sie ihre Regelsendung nicht machen können in der Woche. Ne? Man nimmt ja Raum ein für dieses Ding. Und von daher geht das nur, wenn man wirklich Unterstützung hat von höchster Stelle. Wie entstehen solche Ideen? Gerade sowas Spezielles wie diese Echtzeitserie zu machen. Kommt die dann alleine von Ihnen oder unterhalten Sie sich mit speziellen Leuten? Das war eine Überlegung, etwas über Midlife Crisis zu machen in einem großen Stil, vielleicht als Programmschwerpunkt. Und dann, das war also Zero One, eine Berliner Firma, die Thomas Kufus leitet, mit dem ich viel gemacht habe in meinem ganzen beruflichen Leben und die in der Zusammenarbeit mit ihm und mit seinen Leuten entstand die Idee. Genau, jetzt müssen wir aber noch die letzten fünf Minuten natürlich auch noch über die heutige Zeit sprechen. Sie sind jetzt seit eineinhalb Jahren beim RBB. Wie war diese Zeit, diese eineinhalb Jahre für Sie? Sind die vorbeigerauscht? Was ist so passiert? Was können Sie uns da erzählen? Toll waren sie, also weil so eine Aufbruchstimmung herrscht in diesem Sender und es dauert lang, bis Fiktion sich zeigt, also das dauert eben zwei, drei Jahre, bis von den ersten Überlegungen für einen Film oder eine kleine Serie bis zur Ausstrahlung, aber ich habe tatsächlich sozusagen relativ schnell etwas auf den Filmmittwoch im Ersten bringen können, woran mir sehr lag. Das war auch eine sehr ungewöhnliche Form, die Unterwerfung. Der Roman von Michel Houellebecq wurde fürs Theater adaptiert im Hamburger Schauspielhaus mit Edgar Selge in der Hauptrolle und wir haben dann eine Art von, wie soll man sagen, Hybrid gemacht. Also der Titus Selge war der Regisseur,
Wir haben also das Theaterstück adaptiert und mit Filmszenen unterlegt, um diesen sehr provokanten Stoff zu verfilmen, fernsehtauglich zu machen. Und meine Ambition war auch, dass wir das in der Primetime im Ersten senden, was dann auch gelungen ist. Und daran war mir sehr gelegen. Das ist sehr besonders geworden, auch mit großer Publikumsresonanz. Die Leute hat das sehr beschäftigt. Und das ist sehr schön, wenn man also in diesem Sinne Wirkung zeigen kann. Und im gewissen Sinne erinnern Sie mich jetzt mit dieser Frage und ich mich mit meiner Antwort an Ihren Anfang, weil tatsächlich ist das ja auch kulturelle Bildung gewesen, würde ich jedenfalls behaupten. Und von daher mache ich das im Grunde immer noch, was ich mir damals vorgenommen habe, oder gebe es jedenfalls nicht auf. Ja. Wie gehen Sie mit so Resonanzen dann von Zuschauern um? Kommt das an Sie ran? Gehen Sie damit um? Antworten Sie womöglich oder reflektieren Sie sich dann nochmal mit Ihrer Arbeit? Wie gehen Sie damit um? Wir antworten. Natürlich, wenn es Beschimpfungen sind, dann ab einem bestimmten Grad nicht. Aber oft wollen Leute auch wissen, was ist das für eine Musik gewesen, und auch einfach kommentieren. Und dann antworten wir im Rahmen des Möglichen. Aber ja, jede Mail, jeden Brief beantworten wir. Und Sie haben gesagt, jetzt dauert es. Das ist wichtig für uns. Absolut. Sie haben gesagt, jetzt dauert es wahrscheinlich noch. Sie sind jetzt 1,5 Jahre im Amt. Noch weitere 1,5 Jahre, bis sich diese Fiktion so ein bisschen trägt. Können Sie hier bei Alex exklusiv schon Informationen ein bisschen an den Mann oder an die Frau geben, was da noch kommt vom RB von Ihrer Seite? Na, ich kann einiges, aber das nächste, Sie sagen dürfen. Was ich. Na, es gibt. Ich könnte natürlich einiges sagen, aber es bringt auch irgendwie Unglück, wenn man zu früh sagt. Ja, so bin ich tatsächlich so wohl ein bisschen abergläubisch. Aber es gibt zu nächstes Jahr, 30 Jahre Mauerfall, gibt es einen großen Fernsehfilm in Überlänge, 105 Minuten, ein, wenn man so will, Agenten-Thriller, der heißt Wendezeit. Der ist auch gerade abgedreht worden, hier in Berlin gedreht natürlich, der eben in den letzten Wochen vor dem Fall der Mauer spielt und eine Doppelagentin steht im Mittelpunkt, die aufzufliegen droht durch den Fall der Mauer. Das ist Fiktion, aber recht nah an der Realität. Und das ist, wird, glaube ich, ich habe noch den Schnitt nicht gesehen, aber ich habe Muster gesehen. Es könnte stark werden. Das wünschen wir uns. Wir werden auf jeden Fall auch reinschauen. Wir haben, wie gesagt, nur noch 1,5 Minuten. Sie sind aber die letzte Frage. Vielleicht sind schon lange im Mediengeschäft, haben schon viele bekannte, berühmte Leute getroffen. Gibt es da so eine Geschichte, die Sie ganz gerne erzählen? So ein besonderer Moment mit George Clooney oder die letzte Minute, die Sie noch filmen, die Sie ganz gerne erzählen, was Ihnen schon widerfahren? Ich war mit George Clooney. Nein, ich war bei einer Oscar-Verleihung im Jahr 2012 und da waren sie alle auf einen Schlag um mich rum. Tatsächlich George Clooney, und neben mir stand Robert De Niro, der auch nicht größer ist als ich, und Richard Gere und Steven Spielberg und alle und die ganzen Frauen natürlich, Jane Fonda und Bullock und wie sie alle heißen. Und wenn man das so erlebt und sieht, ist man völlig cool. Ja? Also die haben nämlich keine Aura, die haben sie nicht. Haben die nicht. Der Einzige, der einen so in seiner Präsenz umgehauen hat, nein, war Quentin Tarantino. Die anderen waren irgendwie klein und grau und unscheinbar, und man hat gedacht, Mensch, guck mal an, ja, und das ist Jack Nicholson, und der entfaltet das auf der Leinwand, und das ist die Magie des Kinos. Also es war im Grunde sehr profan, es war natürlich ein unvergessliches Erlebnis, aber es war sehr profan, bei dieser Oscarverleihung zu sein. Und für uns war es ganz, ganz toll, dass Sie heute hier waren. Das war schon die Media Lectures, die 30 Minuten. Wir machen gleich noch ein bisschen weiter mit den Live-Gästen.